Scheiß Hausarbeit hier, ne? Nervt. Es nervt. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Weekend Story. Die wird, glaube ich, ein bisschen kürzer werden, weil, ha, Leute, hört ihr das? Ist das geil? Also ich höre es gerade nicht, aber ich habe es vorhin gehört. Aber ihr hört es jetzt. Ist das geil? Ich habe es endlich hinbekommen, dass das Ding da, dieses Mikrofon, endlich auf Stereo läuft. Ehrlich, Leute, endlich läuft das Scheißding auf Stereo. Ich habe keine Ahnung, wie lange rumgespielt mit dem Ding. Dann habe ich ja in der letzten Weekend-Story habe ich ja das nochmal getestet. Es war wieder in Mono. Ich denke, das darf doch einfach alles nicht wahr sein. Ehrlich, Leute. Das darf nicht wahr sein. Und dann sitze ich hier und habe weiter rumprobiert. Und es ging nicht. Ich habe alle Einstellungen, alle möglichen Mikrofoneinstellungen. An der Kamera bin ich durchgegangen. Ich habe alle möglichen Einstellungen in dem Empfänger von dem Mikrofon hier bin ich durchgegangen. Es ging und ging einfach nicht. So, dann habe ich das Ganze resettet, das Mikrofon und den Empfänger. Und Leute, sage und schreibe, es geht. Es geht, ein simples, kleines Scheiß-Einstellungssymbol ausschalten und es geht wieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Es geht wieder. Was heißt wieder? Es ging ja noch nie hier in Stereo. Aber jetzt geht es in Stereo. Geil. Geil, geil, geil. Endlich hat es ein Ende. Und ich kann wieder mit Mikrofon aufnehmen. Sieht zwar alles gerade nicht ganz so schön aus. Ihr wisst ja, ich habe das den Empfänger mit Kabelbinder hier, mit diesem. Mit diesem hier an der Kamera befestigt. Ich habe jetzt was anderes gemacht. Dazu blende ich euch mal hier ein Foto ein, wie das jetzt aussieht. Sieht nicht schön aus. Aber es funktioniert. Es funktioniert, Leute. So. Und das ist bombengeil. Ich schwör's, ich habe jetzt die Dezibel gerade noch mal ein bisschen runtergedreht. So, euer Video ist hoffentlich auch fertig gerade. Serial-Schnack-Video. Perfekt. Perfekt. Kann ich das hochladen? Ist das andere schon fertig? Hochgeladen. Von gestern. Jo, geil. Kann ich das Süle-Schnack-Video auch gleich hochladen? Perfekt. Einfach nur perfekt, Leute. Es geht wieder. Sehr, sehr, sehr geil. Ernsthaft, es freut mich megamäßig. Und genau deswegen habe ich jetzt gerade richtig Bock, wieder aufzunehmen. Ihr Lieben. Und deswegen gibt es heute auf den Sonntag auch eine Weekend-Story, die ich wahrscheinlich bis heute Abend irgendwann laufen lassen werde und dann ist diese beendet, ihr Hübschen. Deswegen denke ich, wird die nicht ganz so lang sein, aber ich finde mit Sicherheit wieder irgendeine Möglichkeit, die in die Länge zu ziehen. Dann habt ihr nämlich schon eine zweite Weekend-Story wieder und ich muss mal gucken, wie ich das dann
ob ich das dann mit die Arbeit im Lager mit in die Realtime Driving, was sage ich denn hier, mit in die Weekend Story nehme oder ob ich die einfach so mache ohne großartige Playlist oder irgendwie sowas. Ich habe das leider gerne ein bisschen sortiert. So, zudem muss ich ja noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen im Hintergrund seht, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Aber ich rauche jetzt das eine, weil ich habe gerade gegessen. Dann werde ich hier ein bisschen aufräumen, dass das wieder Chico ist. Dann kann ich euch auch heute mal das Badezimmer zeigen, weil das ist nämlich jetzt auch aufgeräumt. Dann fange ich an, Sachen zu packen. Und ja. Dann muss ich nur noch alles ins Auto schmeißen und dann geht's auch schon los. Zum LKW. Wo wir dann morgen früh, war ich denke mal so 8, kurz nach 8 oder was, werden wir dann morgen unseren Dienst antreten im Lager. Genauso werden wir das machen, ihr Lieben. Und ja. Das ist so Teil dieser Weekend-Story vom Sonntag, ihr Hübschen. Genau. Ich würde sagen, ich rauche jetzt noch auf und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich aufräume. Und dann machen wir den Rest fertig. Genau das würde ich so sagen, ihr Lieben. Leute, jetzt habe ich schon ein bisschen aufgeräumt, wie ihr gesehen habt. Jetzt fange ich gleich mit Packen an. Wenn ich das erledigt habe, zum Schluss nachher fege ich nochmal durch und dann passt die Geschichte, würde ich sagen. Ach Mann, ist das anstrengend, Leute. Ehrlich. So, ich nehme auf jeden Fall ein, zwei Folien mit. Ein Plotter und bei dem anderen muss ich halt, wie gesagt, mal gucken, ob ich das irgendwie bestellt kriege. Damit ich dann dort schon mal so ein bisschen was machen kann. In meiner Freizeit. Nicht wahr, ihr Lieben? Genauso werde ich das machen. Oh, ich hasse Abwaschen immer noch, ne? Ich sage euch das. Schon mal vorbereitet. Alles, was da liegt, nehme ich mit. Alles, was da ist, nehme ich auch mit. Wie ihr seht, guck mal, das Hasselröder-Glas ist wieder aufgetaucht. Aber das wisst ihr jetzt mittlerweile, müsstet ihr das schon wissen. Wenn ihr das Video seht, wisst ihr das auf jeden Fall schon. Genau, das Leergut noch mit runternehmen. Das Ganze so packen, dass ich nicht ja, allzu oft laufen muss, würde ich sagen. Und dann bin ich auch schon fertig mit der Geschichte. Dann müssen wir uns noch ins Auto setzen. Und in die Firma fahren. Irgendwie. Genau. Schön. Schön, schön, schön. Oder auch nicht schön. Keine Ahnung. Wer weiß das schon. Ihr Lieben. Aber jetzt chill ich erstmal noch 2, 3 Minuten und dann geht's weiter.
So, Leute, fertig gepackt. Hoffentlich hält der Akku jetzt noch mal eben fix durch. Jetzt eben nur noch mal schnell durchfegen hier. Und dann habe ich alles fertig. Und dann ist alles abreisebereit. Und dann kann das auch schon losgehen. Ich weiß aber noch nicht, in welcher Reihenfolge. Ich jetzt die Scheiße runterschleppen soll, weil ich damit auch so weit laufen muss. Aber das kriegen wir schon versaut, denke ich. Oder was sagt ihr dazu? Ich sag dazu, es ist sehr geil, dass ich wieder in, das heißt wieder, die Kamera hat, glaube ich, oder ich habe mit der Kamera, glaube ich, noch nicht einmal in Stereo aufgenommen mit dem Mikrofon. Und jetzt tut er das. Sehr, sehr geil. Wirklich sehr geil. Herrlich. Oh, ich muss mir einen Wischmopp besorgen, ne? Ich müsste hier ja echt mal wischen. Spielzeugbesen, ne? Melli. Melli, hier. Ihr Werk, das olle Ding hier. Alle, die sich jetzt fragen, warum ich nicht staubsauge. Ja, ich habe keinen. Ich hatte zwar mal einen, beziehungsweise ich hätte eigentlich immer noch einen. Steht noch im Haus. Will ich aber nicht. Warum will ich das nicht? Weil Fegen einfach viel leiser ist. Fegen kannst rund um die Uhr. Von Montag bis Sonntag. Macht keinen Krach. Herrlich. So finde ich das toll. Muss schön leise sein. So. Scheiß Hausarbeit hier, ne? Nervt. Es nervt. So, gefegt. Jetzt noch schnell Kehrbesen. Ich scheiße hier auf die Schippe nehmen. Auf die Schippe nehmen. Wenn der Dreckhaufen reden könnte, ne? Willst du mich auf die Schippe nehmen? Na klar, guck, siehst du doch. So, fertig. Jetzt zeige ich euch mal noch eben schnell. Oh, ich habe euch im großen Stativ wieder. Schön sauber. Yes. Ja, das muss alles mit. Und das hier ist mein Board. Krass, ne? Dusche, Wanne, Klo, Waschbecken. Passt. So, mehr ist ja auch nicht. So, ich würde sagen, ich schleppe jetzt mal eben den ersten Kram ins Auto. Ich weiß noch nicht was, aber ich glaube, ich nehme erstmal die schwere Tüte und noch eine Tüte. Und dann nachher den Rest mit einmal. Genau das denke ich. Genauso mache ich das. Und derzeit hänge ich euch noch ein bisschen ans Ladekabel, weil der Akku ist schon wieder leer. Ihr Hübschen. Und dann geht das auch schon los. We'll be right back.
Leute, wir haben jetzt fertig mit dieser Weekend-Story eingeräumt. Leider Gottes. Ich schwör's euch, auf meinem Tisch haben noch nie Brotkrümel gelegen. Ich komme hier an, liegen hier Brotkrümel auf meinem Tisch, Junge. Irgendein Kollege fährt damit morgen. Mit meinem Auto noch. Ja, ich habe zu meinem Chef gesagt gehabt, dass ich da keinen Bock drauf habe, dass ich das nicht kann. Das geht nicht, kriege ich nicht rein, dass jetzt 4 Wochen hier jeden Tag einer damit fährt, während ich hier drin bin. Ich habe ihm gesagt, wenn er will, dass das Auto 4 Wochen fährt, dann muss er das sagen, dann fahre ich nach Hause. Hat er gesagt, nein, er ist nur noch morgen, also Montag, den, welcher ist denn heute? 5. Montag, der 6.2. Dass er dann, dass dann quasi jemand damit fährt, mein Kollege. Wenigstens hat er eine Fußmatte reingelegt, keine Ahnung, Spritze auf dem Radio. Hier stehen irgendwelche Schlappen drin, räumt meine Deko aus der Scheibe raus, werde ich ihn morgen früh auch gleich verklickern, dass er es zulassen hat. Sonst kriege ich hier eine Macke, Alter. Ich habe meinem Chef auch gesagt gehabt, ich kriege so schon die Pimpernellen, Junge, wenn hier irgendeiner mitfährt. Mein Chef hat gesagt, ist nur noch morgen. Danach guckt er, dass es nicht, dass da keiner mehr mitfährt. Ja, da habe ich gesagt, dann machen wir das so, dann probieren wir das. Und wenn das nicht hinhaut, fahre ich nach Hause. Ihr Lieben. Weil, ihr wisst ja, ich bin da ein bisschen behindert, habe ich meinem Chef auch gesagt, da hat er auch gelacht. Ich weiß nicht, weil ich zu ihm gesagt habe, ich glaube, vielleicht bin ich auch behindert oder was, keine Ahnung, da muss er lachen. Aber ist halt einfach so, da kriege ich die Pimpernellen. Ernsthaft, da erzähle ich auch keinen Scheiß. Da könnt ihr auch gerne Melli fragen, die hat schon einen LKW von mir leer gemacht und ich habe den 22 Uhr abends auf den Hof gestellt. Krieg ich eine Macke, da krieg ich echt voll die Macke, Alter, ernsthaft. Und ich teile mein Auto nicht, mein PKW, ich teile meine Frau nicht und ich teile auch mein LKW nicht. So, ganz einfache Geschichte. Und ich will den morgen auch sauber wieder haben. Und krieg ich hier, kommt er hier morgen an und da steht irgendein Deko-Stück nicht drin oder er räumt da morgen früh raus. Ich sage ihm das morgen früh. Brauchen wir gar nicht losfahren damit. Steige ich hier auf die Barrikaden, schwöre ich euch. Aber volle Rotze. Aber das wisst ihr ja, ihr kennt mich ja nur auch mittlerweile. Das geht nicht. Nein, ich weiß noch nicht, was das für ein komischer Fleck hier unten am Fußboden ist. Ich habe auch noch nicht durchgewischt. Werde ich auch nicht durchwischen heute, weil der Kollege damit morgen nochmal fährt. Ja. In der Hoffnung, dass ich ihn wieder kriege. 7:30 Uhr soll er morgen los. Das heißt so, wir werden so 7, kurz nach 7 werden wir aufstehen. Und wenn er dann hier 7:30 Uhr aufschlägt, ja, nur das Feld hier räumen. Keine Ahnung. Nur morgen. Sonst gar nicht mehr. Habe ich keinen Bock drauf. Zeige euch so, wie das ist. Ist so. Jübschen. So, das war es auf jeden Fall von dieser kurzen Weekend-Story heute vom Sonntag. Wir haben aufgeräumt, wir haben Sachen gepackt, wir haben den LKW eingeräumt, wir haben geschnackt. Jetzt ist es nach 0 Uhr, schon gleich 10 nach 0 Uhr. Jetzt werde ich mich demnächst gleich mal ins Bettchen bewegen. Und hoffe dann, dass der Rest morgen hier aus dem Auto verschwindet. Diese komischen Badelatschen da, diese Hartz-IV-Clocks da, diese komischen, die müssen hier raus noch. Die komische Jacke muss hier weg. Die Arbeitsschuhe in meinem Staufach und die Handschuhe müssen weg. Sonst bin ich unglücklich. Versteht ihr? Genau. So, in diesem Sinne würde ich sagen, war es das gewesen von dieser Folge, ihr Hübschen. Kurz und knackig, denke ich. Aber gut, morgen geht das los mit Lagerarbeit. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Und ja. Gut, Leute. Wenn euch das gefallen hat, dann liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht wie ihr denkt, wie immer. Ihr Hübschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Weekend-Story wieder.
Bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund und munter und lasst euch nicht ärgern da draußen. Ich weiß, sagt der Richtige, aber ne, lasst euch nicht ärgern und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's hübsch, reingehauen.